So, liebe Leute, 16. Saisonrennen. Herzlich willkommen aus Singapur. Eine Strecke, die mir persönlich nicht so liegt. Das ist, nächste Woche sieht das ein bisschen anders aus. Aber jetzt wollen wir natürlich auch hier mal wieder so ein bisschen in die Erfolgsspur zurückkehren. Also sprich auf Punktejagd gehen. Das hat ja jetzt letzte Woche in Italien nicht so ganz geklappt, wie ich das eigentlich mir vorgestellt habe. Wir waren 17. Unsere Gewinnspanne sieht gerade gut aus. Ich glaube, wir haben Spielraum für mehr Investitionen. Ja, wir können mal gucken, was wir da noch so machen können. Wir haben noch 5, irgendwas Millionen. Sprich, ich kann mal ein bisschen in das Triebwerk investieren. Und das mache ich jetzt auch mit dem Geld. Definitiv. 17. September kommt das neue Update. Das ist gut. Wir können mal ein bisschen gucken, wie unser E-Baum aussieht, weil wir wollen noch ein bisschen in den Antrieb investieren. Ja, gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Kohle haben, ob wir da ein bisschen was investieren können. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Okay, dann will er das entwickeln. Weil wir wollen den nächsten Schritt machen. Ja, perfekt. Das neue Update kommt vor dem Grand Prix in Singapur. Okay. Gut, wir können ein bisschen was machen. E-Sports Event machen. Die Tabazierfähigkeit, alles Upgrade und Aero. Ja, machen wir das doch glatt. Rein damit. Und dann haben wir einmal alles durchgearbeitet und wir können ins Rennwochenende gehen. Wir haben die Kohle schon wieder viel Geld drin. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Denk daran, auf dem F&E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. So, gucken wir mal. So, auf geht's. Wir nehmen die Reifenmischung weich und fahren jetzt ins nächste Rennwochenende. Ja, wie gesagt, wir sind in Singapur sogar. Das ist das erste, ne, zweite Nachtrennen diese Saison. Ja. So. Ah, super. Oh, das Rennen auch noch im Vollregen. Ja, super. Oh. Ah, klasse. Na gut, dann müssen wir es halt mit irgendwie nehmen. Na gut, okay. Dann gehen wir mal rein ins 16. Rennen dieser Saison. Wir gehen so langsam Richtung Saisonende zu. Some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So, dann gehen wir mal ins Setup. Trocken-Setup brauchen wir natürlich nur fürs Training. Und dann gehen wir mal raus auf die Strecke. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So. Ja, die Boxen ist halt überfahren. Nein, ich bin eigentlich rechtzeitig rausgekommen oder nicht. Bin eigentlich rausgefahren.
So, auf geht's, liebe Leute. Das nächste Rennen der Saison geht los. Das erste Freitraining gehen wir jetzt erstmal ran. Ich habe jetzt bewusst mal das RS runtergezogen, damit ich nicht da jetzt irgendwas verbrauche, sondern ich mal meine Runden fahren kann, diese Strecke ein bisschen akklimatisieren kann. Meine ist es nicht, das ist jetzt sieht auch ähnlich wie nächste Woche aus Russland. Und dann geht es nach Japan, hoffen wir mal, dass wir zumindest mal wieder ein bisschen mehr Erfolg zurückkehren. Wir haben ja, wie gesagt, den letzten Rennen Platz 17 halt belegt, wo ich ein bisschen mehr erhofft und erwartet hatte. Aber gut, wir haben alle einfach mal kurz die Updates rausgeschmissen. Naja, müssen wir halt mit leben und schauen wir mal, wie es läuft. So. Ich weiß nicht, ob mich halt nervt ist, dass wir Regen haben im Rennen. Ich hoffe, dass wir keinen Starkregen haben. Das muss ich mir nochmal angucken. Dass wir vielleicht auch mit Inter fahren können, da könnte man tatsächlich das Trockensitter benutzen. Apropos mal kurz was umstellen. Oh, wahrscheinlich. Ja, macht auch viel Sinn. So, auf geht's. Weil die Kurve, die ist fies, weil du die Ideallinie nicht siehst. Weil ich ehrlich bin, gehe ich ziemlich befreit an dieses Rennwochenende, weil ich eigentlich überhaupt gar nichts erwarte. Ich hoffe mir keine Punkte, ich hoffe mir... Okay, das ist jetzt nicht wieder absichtlich gewesen, weil jetzt einfach mein Lenkrad sich neu gestartet hat. Ich kann nichts machen hier. Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Das war jetzt gerade mein Lenkrad, was irgendwie gesagt hat, komm, ich schau mich mal... So, jetzt gehen wir mal wieder rein. Ja, passiert immer mal wieder. Leider. Warum auch immer. Ja, wir haben jetzt auf Bestzeitkurs gehen. Jetzt 45,9, ist natürlich alles andere als eine gute Zeit. Aber auch auf Medium natürlich. So.
für die Tempel der Maniacke besser werden. Das hat 41,4. Der ist mal 4 Sekunden schneller als wir. Da werden wir nicht rankommen an die Zeiten. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Danke, Pferd. Diese Zeit hat es mir gekostet, aber nicht so dramatisch viel. Wir waren Bestzeit. Zweiter momentan, sorry, für uns. Bessere Zeit als wir. Out of fuel, almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled. Okay, das ist die obligatorische Bande. Da habe ich mich echt voll verzogen, verbremst. Warum auch immer der Fass nur in die Wand will. Weil ich eigentlich eine gute halbe Sekunde Vorsprung hatte. Ich hätte jetzt alles verbaut habe. Valtteri Bottas mit einer neuen weiteren Bestzeit. Aber ein Kwiat hört auf mich wegzuschießen. Ja, wenn du es nicht kannst, dann lass es sein. Meine Fresse, da musste er mich dann auch einfach raushauen. Ja, wir sind eh durch mit dem Training. Aber trotzdem ist mir das wieder ärgerlich, ey. Das. We've had to spend time repairing the damage to the car. Ärgert mich wieder sowas. Boah, ist ja nicht schlecht. Ich stehe ganz am Ende des Feldes. Ach, die Strecke liegt mir nicht. 4 Sekunden sind es am Ende. Es regnet, das wird jetzt eh nicht mehr besser. Kommen wir weiter auf. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Leclerc und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, es ist nur Platz 21. Es ist natürlich alles andere als super gut. Aber ich sagte ja, die Strecke, die liegt mir auch überhaupt nicht. Naja, irgendwie müssen wir es hinkriegen. Heute scheint nicht Ihr Tag gewesen zu sein. Überhaupt nicht. Was sagen Sie dazu? Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen.
Na, ganz einfach. So, das Auto ist nicht geeignet für die Strecke. War das heute ein guter Tag für Sie? Nee. Was hätte besser laufen können? So, Motor nicht. Klasse, das war dann alles. Na gut, okay. Dann haben wir das erste freie Training durch. Dann gehen wir jetzt gleich ins zweite freie Training gleich durch, rüber. Und zwar jetzt. Gut, dann gehen wir auf neue Reifen. Einmal Medium. Ausgefahren sind wir am ersten Wochenende. Das heißt, wir gehen mal rein ins direkt durch. Und den Soft. Jetzt wird schon langsam dunkel, ja. Es ist das zweite freie Training. Es ist eigentlich der hier Ortszeit Freitagabend. Nächste Dings ist ja die Session vor der Qualifikation. Also ich mal kurz ein bisschen runterstellen. Also ich habe mit Abzug ein bisschen gestanden. So, auf geht's. Okay. Mal schauen. Bonjour, Bestzeit. Bei dem war das äußerst wichtig, dass ich den in Italien noch packen konnte, weil das der Rivale ist quasi. Und die haben wir die Zeit auf einmal. Der nächste, der jetzt rausfahren wird, ist der Magnussen. Gut, von Verstappen brauchen wir nicht träumen. Der wird uns da definitiv nicht. We have two laps of fuel remaining. Ja gut, das haben wir verloren. Da waren wir eigentlich schon wieder auf einer etwas besseren Runde und die haben wir dann kaputt gemacht. Jetzt haben wir eine Sekunde Rückstand. Aber ein kleiner Verbremser, das reicht schon. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race. Ich habe aber tatsächlich noch einen Motor drin, eigentlich müsste der reichen.
Ich will low on fuel. Box in the next two laps, please. Gleiche Ecke wie eben auch schon. Da haben wir uns nämlich eben auch schon im Kwiat hat eben gerade ein bisschen weggedrückt. Ja, jetzt ist klar. Ja, das war mir fast klar. Okay, back to the pits. You need a new front wing. Box now. Ich habe eine Kollision, ich habe mich weggedreht. Ich habe doch nichts gemacht. Na gut, ich bin in die letzte Reihe, von daher ist es eh egal. Oh, ist das zu kotzen. Ich habe mich nur böse weggedreht. So, mal kurz rüber gucken, springen. So far, our fastest lap is a 1:43.2. So, dann versuchen wir nochmal auf die Strecke zu gehen, nochmal vielleicht eine neue Runde zu setzen. Vielleicht nochmal eine etwas bessere Runde zu setzen. Eigentlich wollte ich ja durch drei Runden zeigen, das ist klar. Aber diese 5 Plätze Strafe, also ich finde die ungerechtfertigt. Weil ich habe mich böse weggedreht, ich konnte nichts machen mit dem Auto. Die Reifen waren einfach durch. Klar, dass die Reifen nach der Aktion durch sind. 2 böse Dreher drin, ja. Die Gelbphase ist jetzt klar. Dann versuchen wir es mal. Jetzt haben wir alle ein bisschen zu verbessern. Gucken, wie das Auto vor mir aussieht. Welche Zeiten hat. Ich muss gleich mal abfragen. Das ist George Russell momentan. Fahrer vor mir. Russell is ahead of you. Their best lap time is a 1:43.2. Ah, kann man packen, die Zeit. Große Wunderdinger erwarte ich hier sowieso nicht. Dafür ist die Strecke einfach nicht geeignet, aber wir versuchen mal ein bisschen nach vorne zu kommen. Vielleicht auch den Räkel noch zu knacken. Zu knacken natürlich. Die Frage, habe ich noch die 5 Sekunden bekommen, die 5 Plätze bekommen oder hat er fast top. Hat ebenfalls seine 5 Plätze bekommen. Fahrer vor mir. Raikkonen is ahead of you. Their best lap time is a 1:42.5. Halbe Sekunde ist er vor mir, der Alpha. Uiuiuiui. Aber okay. Muss man so mitleben. Jo, dann sind wir auch durch mit dem zweiten freien Training.
Wir haben in den Top 10 immer allzu wenig zu tun haben. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Albon und Lewis 18. Hamilton. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Wir haben die bekommen. Okay, ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass es der Verstappen die noch kriegt, aber meine wäre es 22 gewesen. Aber das 18 jetzt zumindest ein bisschen wieder aufhorchen. Aber wie gesagt, es wird eher mal eine letzte Reihe werden. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das am Rennen irgendwie gewerkstelligt bekommen. Na gut. So, wir sind im dritten freien Training am offiziellen Samstagmorgen zu Gast. Und beziehungsweise jetzt springen wir rüber. Und jetzt geht's in die Nacht. Weil das war jetzt erstmal nur mittags und abends und jetzt geht's in die Nacht rein. Und zwar durchgehend. So, fliegende Runde. Na, wir können hier keine Wunderdinge erfasst haben. Fast Nacht, das ist eigentlich quasi noch so Dämmerung. Aber ich muss noch ein bisschen das Auto davon stellen. Deswegen muss ich immer noch einen Moment warten. Der das jetzt nicht genommen hat. So, wir wollen einen kleinen Schritt nach vorne machen. Wie gesagt, Platz 18 ist schon mal eine kleine Schritt nach vorne, aber wie gesagt, ich glaube, die Punkte können wir uns jetzt nicht hier mehr oder weniger abschwenken. Dafür wird es nicht machbar sein. Es müssen Top-Rennen kommen mit vielen Entscheidungen. Gut, es regnet, ne? Das kann der Vorteil sein. Wir haben ja Glück und können mit den Reifen durchfahren, während ein paar Leute in die Box gehen. Und wir dann sagen, komm, wir holen uns irgendwie ein Pünktchen mit. Naja, mal gucken, was drin ist. Sich nicht gezeigt, guckt, wer die Bestzeit hat. Das ist, wir sind anderthalb Sekunden hinter eine Sekunde hinter dem Alpha, also das Giovinazzi, der fährt mittlerweile auch ein starkes Ergebnis, starke Rennen hat er auch in Belgien schon gezeigt. Weil er uns ziemlich nah hintereinander hängen. Eine ganze Weile lang.
we've only got 2 laps of fuel left. Aber wir sind vom Schumacher, also vom Teamkollegen. Ganze Zeit liegen gelassen. Fuel is marginal. Box within 2 laps. Wieder verloren. Momentan der P3, aber da sind einige noch nicht gefahren. So, momentan Giovinazzi, Grosjean und dann wir. Aber wenn da 4-5 Autos erst gefahren sind, ist klar, dass wir da noch immer mit drin stehen. To run a lower fuel mixture whilst we're in practice, save the engine for qualifying in the race. Muss ich mal das Ding runterstellen. Das ERS rausnehmen. Müssen wir wahrscheinlich eh nochmal wechseln. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Jetzt kann ich überrunden. Wir haben, ich habe 16 oder 18, die wir dann am Sonntag sehen. So, meine Runde komplett ohne Dreher und Flügelschaden. Hauptsache irgendwie habe ich es durchgekommen. Nicht schnell, aber durch. Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. Ja. So, jetzt werden wir durchgereicht. Da, wo wir eigentlich auch tatsächlich wohin gehören. Mit der 5-4. Strafe wird es eh nicht viel besser. Albon auf 20, okay. Also wir stehen wieder auf 18. Oder leider mit der 5-4 hier mal hinten in der letzten Reihe, das ist klar. Na, theoretisch könnte man die Wastelzeit noch packen. Aber gut, ohne Reifen ist das schwierig, ne?
gut, dann sind wir durch für heute mit dem freien Training. Alle Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Bottas, Verstappen und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir mit dem Honda-Motor abschließen und dann in den Mercedes-Motor versuchen zu wechseln, wenn die Kohle da ist. Müssen wir mal gucken. Jedenfalls Bottas mit einem starken Ergebnis vorne weg. Also vier Mercedes in der Top 5. Das sagt schon, glaube ich, alles aus. Naja, gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Dann, ob das irgendwie möglich ist, finanziell vor allem möglich ist. Wir haben es jedenfalls durch. Das erste freie Training. Der Freitag ist zumindest abgearbeitet. Wir sehen uns dann, geht dann morgen weiter mit dem Qualifying. Kurz Qualifying, 18 Minuten. Dann am Freitag, Quatsch, am Sonntag das Rennen natürlich. Jo, dann gucken wir, was wir da in den Nachrichten drin haben. Na, ja, wird schwierig werden. Ja, heute was dieses Wochenende zu holen. Gut, jedenfalls sind wir durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Warte mal, ich habe noch einen FNE-Baum. Da ist noch irgendwas gewesen, was auf dem Stück gelaufen ist. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Werden wir mal den mal kurz, das Ding mal kurz rein. Dann haben wir da noch mal einen kleinen Schritt nach vorne. Ja, und dann sind wir durch für heute. Liebe Leute, wir sehen uns wieder morgen um Qualifying um 14 Uhr. Bis dahin und tschüss.